Hallo Leute, ich bin John von Berlin vs. Amazon. Wir sind heute hier, um zu demonstrieren unter dem Motto Save Your Kids, Fight Amazon. Diese Demonstration wurde organisiert von Kiezkommune Friedrichshain, den Tech Workers Coalition in Berlin, von Berlin vs. Amazon, von Leuten aus dem RAW-Gelände und verschiedenen Stadtteilinitiativen. Wir möchten ein Zeichen setzen gegen diesen Turm, der geplant ist und wo Amazon einziehen möchte, weil wir denken, dass es hier massive Auswirkungen auf das soziale Netz geben wird. Es gibt Erfahrungen in Seattle und in New York und in Silicon Valley, was eigentlich passiert, wenn große Tech-Firmen dahin ziehen. Es gibt zum Beispiel Mietsteigerungen, erhöhte Obdachlosigkeit und natürlich massive Verdrängung. Es gibt natürlich viele Gründe, auch gegen Amazon selbst auf die Straße zu gehen. Seit 2013 laufen hier in Deutschland die wunderbaren Streiks der Amazon-Beschäftigten, um einen Tarifvertrag zu erreichen. Amazon weigert sich bis heute, sich am Verhandlungstisch hinzusetzen. Und vor allem Amazon hat sich auch unbeliebt gemacht, indem sie keine Steuern zahlen. Ihre Zentrale in Europa ist in Luxemburg. Wir wissen gar nicht, was zum Beispiel hier in der Stadt Berlin an Geldern hängen bleibt. Diese Jobs, die Amazon kreieren möchte, sind zwar toll sozusagen für viele Leute, die außerhalb von Berlin wohnen und hier hinziehen werden, aber das sind keine Jobs, die für die lokale Bevölkerung hier sind. Und wir glauben halt, dass Amazon ein Unternehmen ist, was für Überwachung steht und mit staatlichen Behörden zusammenarbeitet, zum Beispiel in den USA mit der Abschiebebehörde ICE und die Gesichtserkennungssoftware dort abgibt. Dieser Amazon Tower ist geplant genau zwischen Friedrichshain und Kreuzberg an der Warschauer Brücke neben der Eastside Mall. Dort ist das größte Hochhaus geplant, was bisher in Berlin stehen soll. Dort sollen 3.400 beschäftigte Softwareentwicklerinnen von Amazon untergebracht werden. Und die sollen unter anderem nicht nur Alexa auf Deutsch übersetzen, sondern es geht vor allem um die wichtigste Sparte von Amazon, Amazon Web Services, die sogenannte Cloud von Amazon organisieren, also ein Service für verschiedene Unternehmen in der ganzen Welt. Hier in Deutschland hat Amazon mittlerweile auch einen Vertrag unter anderem mit VW, wo sie geregelt haben, dass sie die gesamte Produktionsstätte online bringen wollen auf diese Cloud. Wir glauben, dass Amazon mit diesem Turm Vorreiter werden möchte in Sachen Industrie 4.0, also die nächste industrielle Revolution zu organisieren, wo es natürlich um eine Modernisierung der Wirtschaft geht und der Industrie hin zu einer ökologischen, scheinbar ökologischen Wirtschaft, die auf Elektroautos basiert und sonstige Sachen, die scheinbar unsere Umwelt zugutekommen sollen. Naja, dieses Umweltthema hat auch letztens Schlagzeilen gemacht, als Jeff Bezos gesagt hat, dass er 10% seines Vermögens abgeben wird an NGOs und an Umweltinitiativen. Wir denken aber, das geht in die Richtung von Greenwashing. Dasselbe haben auch Mitarbeiter bei Amazon gesagt in einem Kritikpapier als Antwort auf diese Ankündigung von Jeff Bezos, weil es ist bekannt, dass Amazon auch massiv Neuwaren vernichtet und eigentlich sich um Umweltstandards in seiner Firma ein Dreck schert. Hier geht es auch heute um die Arbeitsbedingungen. Wir haben heute einen Mitarbeiter, einen Beschäftigten aus dem Fulfillment Center in Bad Hersfeld. Dort haben 2013 die Streiks begonnen, die bis heute anhalten. Amazon weigert sich, am Verhandlungstisch Platz zu nehmen mit Verdi, der Gewerkschaft, die die Amazon-Beschäftigten vertritt, und weigert sich, die Leute ernst zu nehmen. Es gab zwar bis jetzt kleinere Erfolge der Streiks, wie punktuelle Lohnerhöhungen oder Sachen, die in den Fulfillment Centers durchgesetzt werden, wie keine Kameras an gewissen Stellen, aber bis jetzt weigert sich Amazon überhaupt irgendwie zu diskutieren, um einen gemeinsamen Tarifvertrag zu erzielen. Wir glauben, dass dieser Kampf der Beschäftigten ja bekannter werden muss. Das ist auch ein Grund, warum wir heute auch stehen, weil wir denken, wenn nicht gesellschaftlich über Amazon geredet wird und Amazon nicht kritisiert wird, dann gibt es auch keine Chance für die Streiks. Und wir hoffen, dass wir mit unserem Protest gegen den Amazon Tower Druck machen können, dass erstens Amazon da nicht einzieht, aber zweitens auch, dass es eine demokratische Kontrolle über Amazon gibt. Also wir auch Druck machen auf die Politik, die sich endlich mit dem Phänomen Amazon beschäftigen sollte.